Hallo meine süßen Engel und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ich liebe es momentan, mich zu schminken und morgens meine Make-up-Routine zu machen, weil ich habe das Gefühl, ich habe jetzt wieder endlich Produkte, die ich über alles liebe. Also wenn ich das so ein bisschen mehr perfektioniert habe, dann kann ich da gerne mal ein ausführliches Video zu machen. Endlich ist es soweit. Meine Bangs sind fast rausgewachsen. Ich bin so froh, dass ich sie hoffentlich in einem Monat, also wenn ich nach LA fliege, hinter meine Ohren machen kann und einfach keinen Pony mehr habe. Ich finde, Pony sieht an so vielen Leuten immer so gut aus, aber für mich ist es not the vibe. Deshalb bin ich froh, dass er jetzt langsam rauswächst. Wir machen heute einen Sunday Roast. Dafür müssen wir noch einkaufen gehen. Ich dachte, da kann ich euch auch mitnehmen. Ich bin momentan dabei, meine erste Kakaozeremonie hier auf der Insel zu planen. Und ja, da war ich die letzte Woche super involviert. Ich halte euch da auf jeden Fall auch gerne auf dem Laufenden. Ich wollte euch außerdem noch ein paar Aufgebrauchprodukte zeigen. Also Dinge, die ich in den letzten Wochen noch aufgebraucht habe, ob ich sie nachkaufen würde. Ich suche die kurz mal zusammen und zeige sie euch dann. Ein Mandelöl. Ich liebe Mandelöl für meinen Körper. Ich trage das jedes Mal, nachdem ich duschen war, auf meine Haut auf. Nicht nur riecht das, finde ich, am besten, sondern das pflegt auch am meisten. Und vor allem, wenn ich es auf noch eine nass, feuchte Haut auftrage, habe ich danach immer gefühlt für die nächsten 3 Tage super weiche Haut. Ich benutze eigentlich immer, was auch immer ich an Mandelöl finden kann, in der Drogerie oder im Supermarkt. Aber das war von Primavera. Ich mag Primavera an sich aber auch sehr, sehr gerne. Ich wollte auch gerne mal die Jungglück-Marke ausprobieren. Die soll ja auch sehr, sehr gut sein. Von Neutrogena die Hydra Boost Aqua Gel Cream leer gemacht. Das ist jetzt nicht meine Creme, sondern die von meinem Freund. Er hat die normale Aqua Creme. Aber ich habe die Gel Cream benutzt und die mochte ich für den Preis wirklich sehr gerne. Ich glaube, die kostet hier in Spanien zwischen 16 und 18 €. Also ist auch nicht ganz günstig, aber das ist wirklich eine super, super feuchtigkeitsspendende Creme, die ich abends sehr dick auf meinem Gesicht aufgetragen habe. Jetzt benutze ich gerade abends immer die Laneige Water Sleeping Mask, die ich über alles liebe. Aber ich würde sagen, dass die Neutrogena Gel Creme dafür wirklich ein gutes Dupe ist, weil die kostet, glaube ich, 30 oder 40 €. Dann habe ich mein Deo aufgebraucht. Und zwar habe ich hier das Sol de Janeiro Rio Deo. Das ist ein natürliches Deo, was aluminiumfrei ist. Und das hat mir ganz gut gefallen. Ich liebe allgemein die Sol de Janeiro Produkte. So ein Creme-Deo. Manchmal, wenn ich schwarz trage, färbt das leider, also lässt so weiße Spuren hinter. Aber ich finde, das riecht am besten. Und ich habe das Gefühl, dass es auch wirklich den ganzen Tag hält. Aber bei vielen aluminiumfreien Deos habe ich einfach das Gefühl, dass sie nicht wirklich was bringen. Und ich mag halt, dass man dafür nur die Refills kaufen kann, weil es ein bisschen umweltfreundlich ist. Tesori de Orient, das ist ein Duschgel und das ist eine aromatische Cremedusche, schwarze Rose und Labdanum. Roch richtig, richtig gut. Also ich, oh Gott. Als nächstes würde ich super gerne von L'Occitane das Mandelblüten Shower Gel ausprobieren, aber das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal nachkaufen. Dann habe ich leer gemacht meinen geliebten NARS Concealer. Am Ende ist es immer relativ schwer, da alles rauszubekommen. Was ich mache, ist, ich nehme diesen Penüpi hier oben, den könnt ihr mit so einer Nagelschere oder so quasi rausziehen und dann kommt ihr wirklich nochmal an das ganze Produkt. Aber da ich den jetzt schon relativ lange hatte, ist der, glaube ich, abgelaufen. Deshalb habe ich mir einen neuen gekauft. Creamy Radiant ist einfach der allerbeste Concealer, meiner Meinung nach. Und zu guter Letzt habe ich auch noch das Bam Bam Body Scrub leer gemacht. Das hier würde ich mir nicht nachkaufen. Ich weiß nicht, ob das bei mir nur so war, weil es vielleicht zu kalt geworden ist. Also es war einfach wie ein Stein. Es war wirklich so solid, dass ich es oft gar nicht aus dem Tiegel rausbekommen habe. Und ich musste das dann erst im Wasser so aufwärmen, damit es ein bisschen weicher wurde und auch auf dem Körper habe ich nicht wirklich das Gefühl gehabt, als wäre es das krasseste Peeling. Wisst ihr, wenn man so ein Körperpeeling hat, will ich danach das Gefühl haben, dass meine Haut wirklich gepeelt ist und das hatte ich bei diesem Produkt nicht wirklich. Es roch natürlich unglaublich gut, aber für den Preis würde ich es mir, glaube ich, nicht nochmal nachkaufen. Die Marweis, ich liebe Marweis Zahnpasta. Das ist meine liebste Zahnpasta-Brand und hier hatte ich den Flavor Blossom Tea. Dieser Flavor, wenn ihr nicht so die typische Minz-Flavor-Richtung mögt bei Zahnpasta, Blossom Tea. Und ja, das waren alle Produkte, die ich bisher aufgebraucht habe. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in den Tag. Also viel Spaß! Ich spreche momentan auch mit der Eigentümerin von dem Haus, weil ich habe das Haus ja nur gemietet hier, ob wir eventuell die Küche weiß streichen können. Ich einfach das Gefühl habe, die Küche würde so viel besser zum Vorschein kommen, wenn alles weiß wäre. Mit dem Holz würde das so viel mehr harmonieren und deshalb hoffe ich, dass sie ja sagt, aber ich halte euch auf dem Laufenden. Das wäre nämlich so das, was ich wirklich gerne noch ändern würde hier. Und ein Secondhand-Tisch. Ich suche so einen Landhausstil-Tisch aus so Eiche oder so. Am besten, der schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, mit so kleinen Schubladen dran. Da bin ich momentan auf der Suche, sowas zu finden, weil ich glaube, das würde hier auch noch ein bisschen besser in den Raum passen als dieser orangefarbene Tisch. Deshalb, that's the little update und ich werde mir jetzt einen Matcha machen.
Also, ich muss sagen, ein Game Changer, weil ich faul war, immer meinen elektronischen Milchaufschäumer benutzt. Und das ist halt nicht so gut für den Matcha. Sowieso solltet ihr Matcha nie über 80 Grad erhitzen. Aber ich habe mir in Japan, in Kyoto, Loco Matcha mitgenommen. Und dieser Matcha schmeckt so gut. Der ist sehr, sehr mild im Vergleich mit anderen Matcha-Sorten, die man manchmal hat. Und der ist wirklich so richtig schön giftgrün, was euer Matcha auch sein sollte. Steffi war so lieb, als wir jetzt Skifahren waren, hat sie mir von Health Bar so einen Whisk mitgebracht, weil ich halt keinen hatte. Und sie hat mir auch den Health Bar Matcha mitgebracht. Da bin ich auch mega gespannt, den zu probieren. Das war aber so ein Gamechanger, weil dadurch schmeckt der Matcha einfach viel besser und wird nicht so bitter, weil dadurch, dass ich den immer mit dem elektronischen Milchausschäumer benutzt habe oder präpariert habe, wurde der super schnell bitter und hiermit schmeckt er einfach richtig, also einfach perfekt. Oh, wow. Okay, wir gehen zwar nur zu Lidl, aber ich dachte, ich ziehe mich trotzdem schick an, beziehungsweise einfach an, trage einfach nur meinen Trenchcoat, weil es regnet und der ist von Mango gewesen, den habe ich schon seit Jahren und ich mag den, weil er so ein bisschen oversized ist. Dazu trage ich diesen Cropped Sweater, den ich ebenfalls schon seit Jahren habe, den habe ich mal bei Reformation Vintage gekauft und darunter trage ich einfach dieses Strickkleid von And Other Stories und das mag ich ganz gerne so als Layering Piece. Im Sommer trage ich das halt auch ultra gerne einfach so. Und dazu trage ich meine Loafer von Gucci, die ich viel zu selten trage und deshalb versuche ich die mehr zu tragen. Ja, aber das ist so mein Outfit und jetzt werden wir alles einkaufen for the Sunday Roast. So, I thought, you know what, treat yourself. I'm gonna get this really cool wine bottle that says limited edition and it said 9 euros, right? And then we checked out, it was 30 euros. I spent 30 euros on a wine bottle. I kind of want to return it. Wir trinken jetzt diesen Rotwein. Das ist nicht der 30 Euro Wein, sondern Celeste. Und nebenbei werden gerade Kartoffeln geschnitten. Draco Malfoy. No, Draco is a constellation. This is why I wonder, is he mansplaining or just autistic? Rezept aus dem Thermomix. Das ist, finde ich, das beste Rezept. Cheddar, Emmental und Parmesan klein gemacht im Thermomix und dann mache ich jetzt noch eine Mehlspitze und gebe das dann alles zusammen. All the way imported from the UK, we have Marmite, which I try to avoid as much as I can. This is British Muggy. Then we have the good old Paxo, only the finest. Can't have a roast without Paxo. We've been doing it wrong the whole time. Right, yeah. Oh my god, it's that vegetable gravy that I see here. Yeah, so we have it all. Today will be a blast. That's our Sunday roast. I accidentally dropped the mac and cheese. Stuffing, veggies, red cabbage, leek, gravy. Ich habe gerade geparkt und gehe gleich beim Pilates rein. Irgendwie hat unser ganzes Dorf heute Morgen kein Wasser gehabt und ich habe dann Panik gehabt, dass ich vielleicht irgendwie vergessen habe, meine Wasserrechnung zu bezahlen. Weil das auch so ein bisschen sus ist, ich wohne da jetzt seit 3 Monaten und in Spanien wird manchmal im Quartal abgerechnet und manchmal wird monatlich abgerechnet. Aber ich habe auf jeden Fall noch keine Rechnung bekommen. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich im Quartal abgerechnet werde oder nicht. Aber ja, ich werde gleich beim Pilates reingehen. Ich habe Reforma Pilates und das ist noch immer meine neue alte Obsession. Und auf jeden Fall werde ich da jetzt reingehen und dann sehen wir uns hoffentlich nach dem Pilates wieder. Ich hatte noch kein Morning Coffee. Eigentlich habe ich meinen Kaffee immer vor dem Pilates, damit ich genug Energie habe. Also mal sehen, wie das heute wird. Hi, meine süßen Engel. Da bin ich wieder. Die Pilates-Klasse war gut. Das war eine andere Lehrerin als die, die ich sonst habe. Ich weiß nicht, ob ich ihre Technik so mochte, weil sie hat viel... Nur, also wir haben quasi gar nicht so viel auf dem Reformer gemacht. Und ich denke mir so, wenn ich schon für eine Reformer-Klasse bezahle, dann will ich das Gerät auch benutzen.
weil sonst hätte ich einfach eine Stretching-Class buchen können. Aber es war auf jeden Fall richtig nice, weil ich habe das Gefühl, ich bin richtig durchgestretcht und wir haben so ganz langsame und richtig gute Stretches gemacht, aber halt nicht so viel auf dem Reformer. Werde ich weiterfahren und zwar habe ich bei Facebook Marketplace, wie gesagt, eine kleine Kommode für das Schlafzimmer gefunden. Wir haben da jetzt gerade so eine Hemmnis-Kommode, die schon in dem Haus drin war, die finde ich aber nicht ganz so nice und deshalb will ich die gerne austauschen. Und heute ist wieder richtig schönes Wetter. Die letzte Woche hat es ununterbrochen jeden Tag geregnet, aber heute ist klarer, blauer Himmel. Oh mein Gott. Ey, ich habe mich gerade so erschrocken, Leute. Warum macht mein Auto mal Start-Stopp? Noch ein bisschen das Dekorieren alles. Ich glaube, mit der richtigen Deko wird das richtig nice aussehen und ich finde es auf jeden Fall viel gemütlicher als vorher. Hier sind meine Frühlingssachen, die ich bald langsam so rausholen werde. Das erste Kleid habe ich heute schon an, das ist mein Lieblingskleid. Und wie ihr sehen könnt, muss ich das Bett dringend neu beziehen. Und für das Bett, das ist dieses IKEA-Bett. Ich habe zu mir selbst gesagt, wenn ich ein Jahr lang hier lebe, darf ich mir ein neues Bett und ein neues Sofa kaufen. Davor nicht, weil ich mich sonst kenne. Sonst kaufe ich wieder voll das schöne Sofa und dann ziehe ich wieder um und dann kann ich es nicht mitnehmen und. Und das will ich einfach nicht. Mein Traum war es halt einfach so ein Gestell zu haben und dann halt einfach nur so ein Headboard aus Leine. Und da habe ich einfach so ein altes Leintuch genommen und das eins dahin gespannt. Und wenn ich die Decke hier vorhabe, dann sieht man dieses halt hier nicht. Und dann sieht das Bett eigentlich voll schön aus. Ja, das kann ich euch empfehlen, wenn ihr ein Headboard habt, was ihr nicht mögt, einfach mit dem Stoff überziehen. So langsam wird das alles hier. Das Feng Shui in diesem Raum ist leider nicht das Beste, weil wir haben einmal Balken, wir schlafen hinterm Fenster, aber das ist die einzig logische Orientierung für dieses Zimmer. Weil wenn wir das Bett hier hinstellen würden, würde es gar keinen Sinn ergeben. Von daher mache ich das Beste draus, auch wenn es für Feng Shui nicht ideal ist. Und die Sonne ist heute draußen. Ich habe mein Sommerkleid an. So life is really great today. Okay, ich wollte damit eigentlich noch einen Moment lang warten, aber da das Wetter heute so schön ist, möchte ich unbedingt meine Frühlingsklamotten schon mal rausholen. Nur die ersten paar, ich hole noch nicht alles raus, weil vieles davon sind auch wirklich sehr sommerliche Teile und ich habe das Gefühl, ich will mit dir für den Sommer aufheben, weil ich glaube, größtenteils des Jahres werde ich diese ganzen Sachen tragen können und ab nächsten Monat kann ich dann meine ganzen Wintersachen nicht mehr tragen. Deshalb versuche ich noch nicht so viel von den Sachen zu tragen, aber einfach mir selbst eine kleine Vorschau zu geben, was mich die kommenden Monate erwartet. Dieses Oberteil habe ich seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, ich glaube fast 10 Jahren, weil ich mochte den tiefen Ausschnitt nicht. But now I'm kinda into it. Like, it's kinda cute. Und das ist mein absolutes Lieblings-Sommerkleid. Ich freue mich, die Sachen alle tragen zu können. Ich war gerade mit Pablo draußen und habe auf dem Weg einige Olivenbäume gefunden und ein paar Zweige abgeschnitten, weil ich die oben quasi als Deko nutzen wollte. Und ich glaube, das wird ganz cool aussehen. Hi. I went for a walk to the park. Okay, Leute, so sieht die Ecke jetzt bisher aus. Ich habe da den Olivenzweig hingemacht. Die kleine Vase, die habe ich secondhand gefunden. Und da ist noch Bamsi, der schläft schon in seinem Bettchen. Aber ich finde, es sieht echt schön aus. Es macht den Raum irgendwie weicher. Ja, muss morgen vielleicht mal die Kissen aufschlagen, ein bisschen mehr, aber I like it. Du
Warum sind da 20 Fliegen in meinem Getränk? Ich wollte eigentlich Rotwein mit euch trinken, aber irgendwie sind 5 kleine Fliegen in meinem Rotwein, also I guess maybe not. Ich wollte heute auch mal mit euch über ein Thema reden, worüber ich noch nicht so wirklich oft geredet habe auf meinem Kanal, und zwar das Thema Freundschaften, weil ich bin leider im Herzen ein unglaublich introvertierter Mensch und ich finde es eigentlich gar nicht schlimm, weil ich wirklich von klein auf schon immer Zeit alleine geliebt habe und auch Dinge, die ich heute gemacht habe, wie einfach den Garten putzen oder alleine rumfahren, macht mich so glücklich und ich mag es super, super gerne, Zeit alleine zu verbringen und für mich ist es auch richtig so nurturing. Aber ich weiß auch, dass ich manchmal nicht so richtig die Balance finde und dann auch manchmal einsam werden kann, beziehungsweise ich werde nicht wirklich einsam, aber ich merke einfach, dass ich gerne doch manchmal einen größeren sozialen Umkreis hätte, weil ich kenne viele Leute auf der Insel, aber so eine wirkliche feste Freundin, die auf der Insel lebt, die ich als gute Freundin bezeichnen würde, habe ich eine. Und ich habe halt meinen Freundeskreis von früher noch und ich bin wirklich sehr schlecht darin, neue Freundschaften zu machen, obwohl ich das eigentlich voll gerne wäre. Und deshalb wollte ich euch mal fragen, ob ihr vielleicht Tipps habt. Ich habe mir nämlich jetzt schon Bumble Friends runtergeladen, aber das ist mit Online-Dating bei mir auch so ein Ding. Ich bin da einfach super schlecht drin und ich match immer Leute und schreibe denen dann Hi, aber dann versuche ich, den zurückzuschreiben und ich vergesse es einfach immer wieder oder bin nicht interessiert auf einmal, wo ich mir denke, hey, das wäre voll cool, die Person kennenzulernen. Ich habe mich so ein paar Online-Facebook-Gruppen angeschlossen und da versuche ich jetzt zu den Treffen zu gehen. Das wird mir, glaube ich, helfen, aber das Problem ist immer, in meinem Kopf mag ich es voll gerne, dann zu sagen, ja, hey, lass uns das wirklich machen und dann kommt der Tag und dann finde ich meistens immer eine Ausrede, doch nicht zu gehen oder rede mir ein, dass es vielleicht doch nicht so gut wäre, neue Freunde zu machen und da stehe ich mir manchmal noch ein bisschen selbst im Weg und das ist auf jeden Fall was, woran ich dieses Jahr arbeiten möchte, weil ich einfach gemerkt habe, wie schön es ist, auch einen diversen und größeren Freundeskreis zu haben und auch einfach nette Bekanntschaften zu haben. Nicht jede Person muss eine super enge beste Freundin werden, sondern manchmal ist es auch einfach cool, so eine Bekanntschaft mit jemandem zu haben. Ich würde sagen, die solide Grundlage mit meinen besten Freunden habe ich, aber jetzt ist es an der Zeit, einfach Kontakte zu knüpfen und mehr sozial zu sein. Deshalb versuche ich dieses Jahr meine introvertierte Art ein wenig zurückzulegen und mehr extrovertiert zu sein, was mir auf jeden Fall noch sehr schwer fällt. Aber falls ihr Tipps habt, dann lasst es mich gerne wissen und ich versuche auch mal ein paar Bücher vielleicht darüber zu lesen oder so. Also ich werde mich mal ein bisschen schlau machen und vielleicht kann ich da auch ein Video machen, so Introvert goes Extrovert, weil ich bin sicherlich nicht die einzige Person, die das Problem hat. Oder bin ich? Ich glaube nicht. Ich will jetzt hoffen, dass ich nicht die Einzige bin. Es ist voll schön, introvertiert zu sein und ich glaube, da kann ich auch voll viel Kraft und Energie rausziehen, dadurch, dass ich mit mir selbst so gerne Zeit verbringe und ich gehe auch voll gerne einfach auf Dates mit mir selber, also alleine verbringe ich einen Tag und das ist für mich richtig so wholesome. Aber manchmal, wenn ich mit Freunden dann unterwegs bin, merke ich, wie sehr ich das vermisse, weil ich das bewusst nie so wirklich crave, sondern ich muss mich immer dazu bringen, quasi dadurch, dass Freunde herkommen. Und dann merke ich immer, wow, ich liebe es eigentlich auch, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Und mir gibt es auch so viel Zeit mit Menschen und anderen Menschen zu verbringen. Aber wenn ich so in meinem Alltag bin, dann vergesse ich das voll oft. Und ja, dem will ich mir einfach mehr bewusst werden. Aber es gibt jetzt Abendessen und das ist der Stand bis jetzt. Ich habe mich gerade bettfertig gemacht. Es ist zwar erst 19.50 Uhr, aber ich muss morgen relativ früh raus, weil ich morgen meinen Reisepass abholen kann. Der wurde mir ja im Januar aus dem Auto geklaut und jetzt konnte ich den zum Glück per Express beantragen, da ich ja Anfang April schon nach L.A. fliege und dafür meinen neuen Reisepass brauche. Ich bin übrigens sehr traurig, dass mein letzter Reisepass weg ist, weil ich habe den vor knapp 2 Jahren neu beantragen müssen, weil er davor halt einfach abgelaufen war. Und in den letzten 2 Jahren bin ich so viel durch die Welt gereist und hatte halt, mein ganzer Reisepass war schon voll. Und ich habe es geliebt, wenn ich am Flughafen war, einfach durch meinen Reisepass durchzublättern und all die Stempel zu sehen. Aber hoffentlich werde ich die ganzen Sticker nachträglich nochmal sammeln und in all diese Länder nochmal reisen können. Oh, und ich habe mir Heatless Curls gemacht. Ich habe immer meine Phasen, wo ich Heatless Curls richtig gerne mag und dann vergesse ich es wieder und dann mache ich es einmal wieder und dann bin ich absolut obsessed. Also ich habe mir ein wenig Apfel aufgeschnitten mit Karamellsoße. Und ich werde jetzt noch etwas Real Housewives of Miami gucken, das habe ich gerade angefangen. Ich liebe halt einfach Trash-TV und Frauen, die sich anschreien am Abend. Das ist wirklich meine Abendmeditation und ich liebe es einfach jeden Abend 1 bis 2 Folgen Real Housewives zu gucken und dann schlafen zu gehen. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Ich glaube, ich werde den Vlog an dieser Stelle beenden und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und gute Nacht.